So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Immer noch ohne Kamera, Rechner macht immer noch ein bisschen Stunk. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau wieso, aber hey, ich werde hier auch nicht fürs Denken bezahlt, ne? Ich würde mal schnell zum Signal darüber gucken, ob wir da vielleicht was Hübsches kriegen. Und im besten Fall können wir noch mal über Montu Wilders Beacon eventuell noch ein bisschen was abgreifen, auch wenn ich nicht genau wüsste, was. Ein Arrowhead Mark II, na wunderbar. Jetzt kommen ja auch noch Kampfschiffe auf mich zu. Nehme ich erstmal alles. Okay, der kommt noch nicht auf mich zu. Dachte ich zumindest bis eben. Aber gut. Gibt hier heute nichts als Probleme. Ja, der Arrowhead nähert sich uns. Auf tragische Weise. Aber wir sollten hier genug Waffensysteme haben, um den abzufangen. Nein, er dreht ab. Ich bin begeistert. Dann kann ich das hier reinwerfen. Das hier auch, das auch, das auch, das auch, das auch. Das hier auch. Und ich kann da mal schnell los und ein bisschen Eisen farmen. Weil so mag ich das. Eisen, Eisen. So. Hier auch nochmal. So, so, so. Juhu. Was man nicht alles für ein unfertiges Schiff tut, um Teile für ein noch besseres Schiff rauszusuchen, ne? So, zack und wieder zurück. Wo wollte ich hin? Da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin zur Basis. So. Hier hin. Zack. Läuft. Moment, was sehe ich da hinten? Eine Heli-Plattform hijacked. Da habe ich jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht so viel Zeit für. Die sollen sich benehmen, verdammte Hacke. Den reparieren wir hier. Oder bauen wir erstmal weiter. Damit können wir dann später die anderen Schiffe ganz gut, ja, ich würde fast sagen, unterstützen. Der kommt hier weg. Der kommt hier weg. Dafür nehmen wir Point Defense Laser.
Den drehen wir hier bitte nochmal um. 5. So. Dann haben wir zumindest 2 kleine Laserwaffen dran zur Verteidigung. Eventuell kriegen wir auch noch ein paar Reaktoren hin. Aber natürlich habe ich wieder nicht genug Schotter. Das ist deprimierend. Weißt du, hochtechnologisiert und es fehlt mir einfach an Schotter. Das ist vielleicht traurig. So, den Schotter haben wir. Der kann hier mit rein. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hiervon noch ein paar. Und davon noch ein paar. Bedienfeld, das haben wir, das haben wir. Da fehlt natürlich noch was. Verfluchte Hacke. Ist das deprimierend hier? Was ich noch brauche, ist das hier. Genau. So, die 6 kann hier mit dran. 1, 2, 1, 2, 3. Mir gefällt nicht, wie viele Schiffe hier so in der Gegend rumdüsen. Wir werden zumindest nicht sofort abgeschossen mit den leichten Schilden, die wir haben. Auch wenn mir starke Schildsphären besser gefallen hätten. Brauchen wir Superleiter. Produktion. So, dann gucken wir hier nochmal hin. Die können darüber, die auch. Zack, zack, zack. Produktion, das sollte reichen. Sehr, sehr cool. Das können wir dann in den nächsten Folgen immer noch ein bisschen auskleiden, das Ganze. Einfach ein bisschen aufpeppen. Und im dümmsten Fall kriegen wir nachher sogar noch einen Hyperantrieb hinten dran. Oder sogar noch einen verbesserten Schild. Das wäre auch sehr weird. Okay, die Puffis greifen wieder an. Könnten wir uns darauf einigen, dass wir hier nicht wild in der Gegend rumballern? Fände ich supi. Genau, du und du. Okay. Gut. Das scheint jetzt nicht so wichtig für uns zu sein. Schade. Dann kann ich die hier schon mal wieder reintun.
Das hier suche ich. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Was fehlt uns da noch? Das. 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 Das und das. Davon brauchen wir noch. Davon brauchen wir noch. Wir brauchen alles, brauchen wir. So. Produktion. Schön. Gefällt mir fast. Der hier kommt mal weg. Nur so für den Fall der Fälle. Den Reaktor werden wir tatsächlich brauchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich will mal gucken, haben wir noch... Wir haben doch gerade eben einen Superleiter gebaut, oder? Cargo. Produktion. Haben wir 10 drin. Reichen die 10 oder brauche ich 15? Das habe ich jetzt gerade gar nicht geguckt. Die 10 reichen. Geilo! Die hier hätte ich gerne noch. Komm schon. Was fehlt hier hinten? Immer noch... Das ist ja verrückt. Stahlrohr fehlt immer noch. Und Herstellung? Und davon? Und hiervon? Und davon? Und hiervon? Motor und Computer? Computer, Motor, schön. Jetzt kann ich das und das machen und sage, dass der Reaktorlüfter Reaktor Vent. Zack. So, jetzt gucken wir mal zum Reaktor. Der zieht Strom. Das ist geil. Hier haben wir, da haben wir... Jetzt fehlt es uns hier noch ein bisschen. Da brauchen wir Stahlrohr. Wir brauchen mehr Stahlrohr. Auch in Zukunft. So, und jetzt wird's wild. Weil jetzt mache ich das hier ab. Cool. So, wir haben noch die Reparatursache. Nein, nicht Reaktor, sondern Reparatur. Den hätte ich auch noch gerne hier hin. 3 sind besser als keiner. Und während das macht, bin ich gleich wieder für euch da. Gebt mir eine Sekunde. Bis gleich.
Ja, da habe ich den Ton ausgemacht, ne? Wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen was ein. Kann sein, dass ich hier ein bisschen Speedbuild reinhaue. Weil ich habe vergessen, den Ton anzumachen. Schön, ne? Ich bin sofort wieder für euch da. Meteor Storm inbound. Natürlich habe ich jetzt auch noch einen Meteoritenschauer, warum auch nicht? War es das schon? Da hinten kommen sie. Gut, 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 gut. Sehr, sehr schön. Das hier funktioniert sehr gut. Ich habe hier 3 Millionen Probleme, ne? Die hier möchte ich eigentlich mitnehmen. Die kosten uns nämlich sau viel. Die hier werden uns noch eine Menge kosten. Die werden wir definitiv noch brauchen. So, die ganzen einfachen Sachen. Die hier zum Beispiel. Na. Die und die nochmal. Davon nehmen wir noch ein bisschen was mit. Davon. Definitiv davon. Immer noch von den internen. Die werden wir nämlich für Verkleidung und sowas benötigen. Die werden wir für die Triebwerke brauchen. Also ich sehe zumindest, dass unser Bohrschiff jetzt hier nicht gefährdet ist in irgendeiner Art und Weise. Die werden wir für die Schilde brauchen. Und Hyperantriebe, also Warpantrieb, Hyperantrieb, so die Richtung. Davon werden wir noch was brauchen. Davon, definitiv. Immer noch davon. Hier ist so viel geiler Shit, ne? Ich möchte es eigentlich gar nicht aufgeben. Die werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Und die hier, die brauchen wir so dringend. Davon nochmal 400. Dann gucken wir erstmal, dass unser Schiff das auch alles eingesammelt bekommt. Der wird saumäßig schwer beladen sein gleich. So, hier kommen wir langsam an unsere Grenzen. Hier unten noch nicht, da wird noch fleißig eingesammelt. Tja. Das wird schon, das wird schon. Zumindest haben wir echt viele Ressourcen. Und wir können von dem Schiff aus nämlich jetzt auch bauen, ne? Wir haben jetzt genug Ressourcen drauf, dass wir die Baustellen fertig machen können. Und mit dem Schiff könnten wir theoretisch auch hier noch abbauen. Wir werden wiederkommen, definitiv. Das werden wir tun. Und dann können wir aber unsere Schiffe damit auch fertig bauen. Wir können so drumherum fliegen, wir können die fertig bauen lassen. Da sehe ich keine Probleme. So, wir warten, dass hier noch der Rest weggeschafft wird. Dann nehm ich noch was mit. Was nehme ich mit? 22 davon. Das ist immer gut. Wie viel habe ich jetzt hier vorne? Da habe ich noch gar nichts drin, aber das ist okay.
Hier die Build and Repair Systeme, die sind auch noch recht leer. Den ersten großen Frachtcontainer haben wir schon fast voll. 200, 600. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich würde noch einmal gerne Montage, nicht Montage, hier die hier mitnehmen. Den Rest habe ich eigentlich genug, ne? Genau, davon habe ich eigentlich auch ausreichend. Ich sehe schon, unser nächstes Schiff wird ein sehr großes Schiff. Zumindest haben wir den Platz dafür jetzt. Genau, 400. Das passt. Da haben wir mehr als ausreichend Kapazitäten für. Ja, jetzt driftet es nämlich hier hinten langsam ab. Wir müssen langsam aufpassen. Wenn wir nicht alles mitgenommen bekommen, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Wie wir es dann zurückschaffen, ne? Und, was wir mit den ganzen Ressourcen machen, ich denke, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!